Hallo und herzlich willkommen im Standlenkstudio. Nee. Halt die Klappe. Ja, herzlich willkommen bei ATS. Eine New Errungenschaft. Sehr gut, hat gerade Probleme mit ihrem Office-PC. Man sollte doch nicht auf dem Office-PC ATS spielen, ne? Ja, wo soll ich denn sonst spielen? Dann kannst du es demnächst alleine machen. Ja, ich weiß. Ach, die scheiß Laptop, Alter. Nimm das Ding und hau's hoch, ganz vom Balkon. Ja, dann kannst du Minecraft alleine zocken. Stimmt auch wieder. Du brauchst dringend einen Computer für alles. So Hab ich nervig. nicht. Krieg mal ein neues Mainboard für meine Kiste, dann kannst du mein Mainboard haben. Nein, danke. Warum? Darauf kann ich verzichten. Dann bleibst du lieber bei meinem Laptop. Du, er bringt immer noch Leistung. Das Problem ist halt nur, dass er manchmal an der falschen Stelle bringt. Aber das ist. Eigentlich funktioniert er ohne Probleme. Es liegt eigentlich nur an der Grafikkarte. Ich habe echt drei Anhänger. Oha. Und hast du die Fahrt jetzt wunderbar geschafft? Ich bin da. Mit Crash oder Crash? Ohne. Stimmt, ist alles in Ordnung. Ich wollte mich ab. Ich habe einen genialen Unfall. Der Unfall ist aber nicht, wie es passiert ist, sondern wo es passiert ist. Die wollen mich ärgern. Hast du gerade gehört? Ja. Und zwar knappe 2 Meter vor der Firma, wo ich gerade losgefahren bin, habe ich einen Unfall. Doof, ne? Kostet uns ja zum Glück nicht. Jetzt war da, das ist so viel kostet. Aber mir egal. Kostet nichts, weil durch die No Damage Mod wird sowas nämlich auch rausgebaut. Na? Ich sehe gerade bei mir die Grafik komplett von Arsch. Ich immer mal Armaturenbrett. Vom Auto. Guck mal. Ich würde einfach Ender drücken. Gut. Das wäre mir zu anstrengend. Mario, die wollen echt, dass ich alles Viers perfekt einparke. Wo hänge ich denn jetzt? Ich habe das schon geschafft. Ist aber knapp. Wenn ich bedenke, wie oft ich mit dem Dreier gefahren bin und wie oft ich es gerade mal geschafft habe, das ist lächerlich. Weißt du? Guck mal, ich habe eine Garage. Genau vor meiner Nase. Soll ich dir zeigen, wo genau auf der Karte? Nein, brauchst du nicht. Ich habe mir das aufgeschrieben. Nein, wo ganz genau? Ach, jetzt habe ich noch eine Fahrt angenommen. Ich wollte eigentlich mal mit meinem Großen fahren. Hier. Genau hier. Das hier, dieses. Hier ist eine Tankstelle. Hier ist das Ding. Und hier hast du noch eine Werkstatt. Direkt in den Ort. Das ist weiß. Okay? Ach komm, den Großen hat es jetzt stecken lassen. Ich wollte da die neuen Garagen holen. Oh Gott, ich will so lange warten, bis ich Orkan wieder. Bis ich auf dem neuesten Stand bin. Oh, das dauert ja ewig. Nein, ich brauche ja nur das Geld wieder einholen und die Spiel. Krieg mein. Hä, ich will es doch nicht mit dem hier machen. Nein, mit meinen Großen. So weit zurück bin ich nicht. Ja, dann musst du auch mit dem Großen fahren. Komme ich gerade nicht ran, das muss ich erst meinen ganzen Computer wieder umbasteln. Deshalb kannst du nicht so lange warten, bis ich das gemacht habe. Dann nehme ich Mucken. Mach mal Mucken, nehmen wir Mucken mal auf. Oder wir, ach, jetzt was wir machen, einfach Mucken mal einen Livestream. ATS Livestream und da fahren wir eine Runde. Aber das Problem liegt dahinter, nicht? Wir wollten eigentlich heute hier Dings live gehen, ne? Schatzi, ja? Ich fahre Baumstämme. Ja. Mit 3 Anhängern oder 4? Ein. Aber Boah. guck mal, hier ist das, was wir gesehen haben. Und man kann es nicht sehen, ey. Ich kotz ab, Alter. Ich will dein Bild abcapturen können. Boah, hier kannst du nie lang rasen. Alter. Heb's ab. So in etwa, ja. Guck mal. Hey, ich will da auch mal fahren, du. Ich komme nicht um die Kurve. So kann man Aufrichten fällen.
brettert ein Waldweg lang wie so eine Vergaste und rennt fährt voll gegen eine Fichte. Ich glaube, ich gehe kaputt. Ich habe die Kurve nicht gekriegt durch das Geruckel. Ja, warum fährst du aber so schnell? Weil die gerne kotzen gehst. Ich finde das geil. Dann mach das mal, wenn du mal schiffen musst. Oh ja. Das war so schlimm. Ich kann deine Story erzählen. Ich auch. War ich mit meiner Mutter unterwegs. Oh ja, guck mal. Guck mal, mit meinen Anhängern. Geil. Cool. Da müsste ich eigentlich mein Handy abfilmen und mit reinschneiden. Hm. Alter. Ich wüsste, wie ich dein Bild sah. Oh, da wird mir ja gleich schwindelig, wenn ich das so sehe. Du, ich habe eine Idee, wie ich dein Bild so relativ abcapturen kann. Mhm. Ohne großen Aufwand. Das Einzige, was ich dafür bräuchte, wäre eine Webcam. Ey, ich muss ehrlich sagen, mir wird dadurch echt schwindelig, ne? Wenn das so schaukelt. Jetzt bin ich auf der Straße. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Ich mache hier oben die Kamera hin, so knapp an dir vorbei auf deinem Bildschirm. Mhm. Darfst dich halt noch nicht so weit vorlehnen. Wenn ihr einen besseren Capture Stick wisst, außer dieser Ducato oder wie das Ding heißt, du weißt, wie das Ding ganz genau heißt. Ich hab vergessen. Ducato, Akato, leg mich am Arsch. Was günstig ist, also mal, sagen wir mal so, nicht 50 Euro überschreitet. Wenn da einer was weiß, was ich machen kann, um das in OBS zu übernehmen, das Bild, und auf HDMI, ab in die Kommentare damit. Würde ich mich echt freuen. Dann müssen wir das Ding nämlich holen. Dann könnt ihr nämlich auch von Seno gönnig auch das Bild sehen. Oben rechts dann in der Icon, oben links. Wo immer ich das abgelegt habe. Oder man sieht sie allgemein mal und da sieht man mich ganz oben bloß in der Icon. So wie wir gerade lustig sind. Stimmt? Ich habe mich jetzt bei der Sicht umgewöhnt. Mhm. Ich sitze jetzt oben auf dem Dach im Schneidersitz und gucke auf die Straße. Mhm. Ja, ich wollte ja noch was Besonderes machen bei Arteus. Mhm. Ich wollte ja ein Profil starten, auch so YouTube-technisch, wo ich ohne Mods arbeite, außer No Damage. Das ist der einzige Mod, die ich nutzen werde. Und das auf normale Art und Weise durchfahre. Weißt du? Mhm. Ohne Fast XP, ohne alles. Und natürlich Müdigkeitssimulation und Bußgeld. Weißt du? Hm. Und First Person. Aber das machst du mal so, wenn ich Lust habe zu streamen und du keine Lust hast, dann mache ich das. Ne? Mhm. Du
kannst aber auch irgendwie so bei YouTube live gehen mit deinem Laptop, ne? Ohne so ein Programm. Mhm. Du kannst, glaube ich, über YouTube direkt deinen Bildschirm abcapturen. Muss aber halt die ganze Zeit die Webseite offen sein. Also du spielst über die Webseite dann. Ja, wir kriegen das aber schon hin, dass man beide Bilder sieht. Das ist halt nur sehr, sehr kompliziert umzusetzen für uns, weil wir nicht wissen genau, wie ohne großartig Kohle auszugeben für den Shit. Ich habe ja einen Capture Stick, aber der funktioniert nicht so, wie ich es haben möchte. Wenn ich so ein Komponentenkabel-Ding kriege, das wäre schon mal was. Dann tue ich mir das HDMI zur Komponente umwandeln. Da gibt es ja auch Kabel, die kosten nicht die Welt, habe ich schon gesehen. Und das Gerät selber, aber ich habe mal nachgeguckt, das Ding kostet auch so 200 Euro. Mhm. Boah, 1 mm hat gefehlt, dann hätte es geklappt. Dann hätte ich wieder auf der Räder gestanden. auch nicht schlecht, war. Mhm. Ich krieg's halt heute nicht mehr hin. Ich bin irgendwie schon ein bisschen durch. Wir haben eine Fliege. Ja, hab schon was gekriegt. Und das will was ja, heißt. Nee, ne? Was? Ich bleib am Briefkästen hängen. Weiß man nicht, was du falsch machst. Ort 8 habe ich jetzt gerade. Boah, auf Baumstämme. Wie du aufgeladen hast? Nee, hier. Wow. In einem Sägewerk oder sowas. Im Bad Sägewerk, im Sägewerk. Boah, wie soll man die Kurve hinkriegen? Du kommst hier gleich vor der Straße und gleich so. Komm mal, Tor auf, du Affe. Hab nie ewig Zeit. Pass auf, so kommst du nie wirklich rum.
Ich mache jetzt meine letzte. Du machst jetzt noch eine Tour? Eine letzte. Da kann ich sogar noch eine Folge aufnehmen, du. Wieso, du bist erst bei 15 Minuten? Und über zur kürzeren Folge. Mhm. Ist auch mal gut. Ich mach gerade nur 4-Stunden-Fahrten. 3-4-Stunden-Fahrten. Hallo, Sie kennen Sie. Öffentliche Bank. 1 Mille kann ich hier Kredit nehmen. Mhm. Na gut, nicht. Ich kriege hier keine 7000 Euro pro Tag rein. Auch nicht gleich, wa? Mhm. Ah, ja. Hey, gut, da bin ich mal schnell die Folge, ne? Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge von ATS. Und ciao. Tschüss.